Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schoki-Banoki Daily. Heute mit Christian und Marc. Wir haben das Geburtstagskind des Tages, heute am 7. Februar. Und? Das Geburtstagskind des Tages ist Christine Otto. Christine Otto. Kennst du? Ach so, kennst ja du, ne? Klar, ja. Christine Otto. Für die es nicht wissen, Christine Otto ist eine der erfolgreichsten deutschen Athletinnen im Schwimmen. Aha. Olympiasiegerin 1988 in Seoul und Weltmeisterin 82 und 86 und neunfache Europameisterin. Junge. Hat heute Geburtstag. Wie hieß die nochmal? Christine Otto. Christine Otto. Ah. Ja. Wurde 1966 in Leipzig. In Leipzig. Leipzig geboren. Leipzig. Also merkt euch das, damit könnt ihr heute wirklich genau. Christine Otto. Wenn ihr das wisst. Christine Otto, genau. Ja. Was haben wir sonst noch? 7. Februar 1901. Die Königin Wilhelmina heiratet in den Niederlanden den deutschen Herzog Heinrich zu Mecklenburg. Kann man mal sagen. Punkt. Ja. Ja. Läuft. Läuft. Bei euch. Läuft. Läuft hier. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Alles Gute. Was ich noch mitgebracht habe, ist der Fakt des Tages. Fakt des Tages. Eine 1-Cent-Münze hat einen Durchmesser von 16,25 mm und wiegt 2,3 Gramm. Ach ja. Ja, deswegen, ich räume das Rote immer gerne aus dem Portemonnaie raus. Ja, weil, das Rote? Das Rote Kleine, ja. Ja. Weil, ne, so nach 2 Stunden Autofahrt. Das ist ja so, diese Centmünzen, die bestehen ja gar nicht aus Kupfer, ne? Die sind ja nicht komplett aus Kupfer. Die haben nur so eine Legierung oder irgendwie sowas, so einen Überzug, weil der Materialwert wäre ja wesentlich höher als der aufgeprägte Wert. Und du könntest also hingehen, könntest die einschmelzen. Ja, und könntest dir dafür den Kupferwert natürlich dann auszahlen lassen. Das wäre ja schlecht. Ne? Also wäre schon geschickt, aber... Es wäre geschickt, klar. Vor allem brauche ich dann keine Stromleitung mehr klauen zu Richtig, sehen, genau. So. Da bei den Baustellen diese... Baustellen heutzutage, also das ist ja, unmöglich. Ist schwer geworden, ja. Die Sicherung also, da... Da kommst du auch nicht mehr mit dem Anhänger gescheit dran. Immer diese ganzen Hunde und so, das ist total schlimm. Ja, also. Elektrozaun und so, scheiße. Ja, das ist alles blöd, ne? Ja. Ja, wir können ja gleich noch ein paar Tipps austauschen zu dem Thema. Richtig, genau. Genau, ich zeig dir mal meinen Seitenschneider und so. Ja, genau. Soll ich dir mal meinen Seitenschneider zeigen? Der neue Anmachspruch. Ich höre jetzt lieber auf. Ja, okay. Ja, okay, wir sind raus, macht's gut. Bis demnächst. Tschüss. Tschö. Ciao.